und die kann man ja auch so nachvollziehen. Also man versteht ja trotzdem diese Liebe oder so, die zum Beispiel da beschrieben wird, oder dieses Verlangen nach dem Herrn, das kann man ja auch auf andere Sachen beziehen, auf alltägliche Sachen. Dafür muss man nicht unbedingt gläubig sein, finde ich. Weil die Musik halt auch einfach über allem steht. Zum Beispiel hilft es schon, also ich bin auch gläubig und mir hilft es schon, weil man hat dann irgendwie einen anderen Zugang zu den Texten und dann damit auch zur Musik. Also gerade wenn man irgendwie jetzt Weihnachtsoratorium oder irgendwelche Passionen singt, das ist schon, ich finde, da geht man dann irgendwie anders ran, auch wenn man dann die Texte hört. Da singt man dann, also ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn ich jetzt nicht gläubig wäre, aber ich singe das dadurch schon, also für mich ist da sehr viel Emotion auch mit verbunden, wenn ich sowas singe. Also um bei uns im Chor zu singen, muss man ja nicht unbedingt katholisch sein. Es gibt ja auch Leute, die sind jetzt nicht katholisch. Ich denke, dass wenn man einfach nur eine christliche Einstellung hat oder christliche Werte und einen Bezug dazu und sich so ein bisschen auskennt, dass man auf jeden Fall das meiste sehr gut nachvollziehen kann von den Texten her. Und von der Musik, glaube ich, kann es einfach jeden ansprechen. Also wir singen ja auch nicht so traditionelle Chormusik oder sakrale Musik, wir singen ja auch manchmal was anderes. Aber es ist halt schon so, dass bei der kirchlichen Chormusik halt irgendwo so ein höherer Gedanke dabei ist und man das halt schon im Gesang merkt. Also das stimmt halt. Also mein Wunsch für den Chor wäre, dass die Chorgemeinschaft immer so bleibt, wie sie ist, und dass sie sich, wenn dann noch verbessert, dass wir alle noch eine neue Chorkleidung so hätten, dass wir alle noch so geschlossener quasi mit den gleichen Klamotten auftreten könnten. Dass wir wirklich diese Qualität beibehalten, die wir haben, und auch die Chorgemeinschaft wirklich so bleibt. Als wir in Südafrika waren, haben wir im Township mit dem Schulchor zusammengesungen, und ich würde mir wünschen, dass wir diesen Chor ermöglichen könnten durch Spenden, dass die mal zu uns reisen könnten und mit uns zusammen singen könnten, weil ich fand es echt faszinierend mit denen zusammen. Ich würde mir meine Chorreise in Richtung Asien wünschen. Mein Wunsch wäre, dass wir in Kontakt treten mit anderen Chören, auch aus anderen Kulturen. Zum Beispiel jetzt in Südafrika hatten wir Kontakt mit vielen verschiedenen Chören, und das war wirklich spannend, auch die andere Chormusik zu hören und andere Kulturen zu erleben. Dass noch mehr Tenöre in uns im Chor kommen, sodass der Tenor, was er eigentlich schon ist, die Übermacht im Chor wird. Also mein Wunsch wäre es, nochmal nach Südafrika zu kommen und dort halt nochmal so an die Uni, wo wir waren, nochmal die Leute zu besuchen, weil das echt schön war. Mein Wunsch wäre es, dass wir weiter an Qualität arbeiten können, sodass wir einfach generell besser werden können und aber auch andererseits ein bisschen teilweise auch entspannter an Sachen dran gehen können, dass wir zum Beispiel mehr Freiheiten haben, gerade was dann Fehlstunden angeht. Wir bekommen bereits Stimmbildung bzw. Gesangsunterricht, dass man das vielleicht ausbauen könnte und gerade für die jungen Sänger dann die Möglichkeit besteht, sich auf bestimmte Musikepochen zu konzentrieren und zu lernen, wie man ein konkretes Stück aus der Zeit zu singen hat. Mit unserem Chor nochmal auf einen Chorwettbewerb hinzuarbeiten und an unserer Qualität zu feilen. Der Kathedraljugendchor macht mich wirklich wunschlos glücklich. Es ist eine tolle Truppe, mit der ich sehr, sehr gerne Musik mache.